Die Heiligkeit der Arbeit. Carlyle, Keller, Marx und Riehl. Ich habe das nur aus Rhythmusgründen so drapiert. Eigentlich müsste es so lauten. Marx, Riehl, Keller, Carlyle. Und dann komme ich wirklich nochmal auf Keller zu sprechen. Aber das ist dann klingt irgendwie nicht so gut. Aber das ist die Reihenfolge. Also, ich werde in vier Schritten argumentieren. Ich beginne, Anja hat es ja schon gesagt, mit der Rede über die Heiligkeit der Arbeit während und nach der Revolution von 1848. Danach gehe ich auf den grünen Heinrich von 1854, 55 komme ich auf den grünen Heinrich zu sprechen. 55 ist der Teil, über den ich dann mich etwas ausführlicher auslassen werde, nämlich die sogenannte Revalenta Arabica-Episode. Wir zeigen, dass sich dort ein Modell von Heiligkeit der Arbeit etabliert, was dann ein Jahr später in die Leute von Seldwyla, das ist dann mein dritter Punkt, übernommen wird. Einerseits zur Festigung, andererseits aber auch schon mit ein paar Fragezeichen. Die Leute von Seldwyla, erster Teil und erste Fassung von 1856, ist, sagen wir mal, noch so am Wendepunkt. Spätestens dann in den Leuten von Seldwyla von 1873-74, das ist der zweite Teil, und auch die Umarbeitung, vor allem die Umsortierung der Novellen, werden diese Fragezeichen dann unübersehbar und der Erzähler sieht sich gezwungen, so werde ich ausführen, ein neues Modell zu etablieren, und das hat etwas mit Spiel zu tun. Das sind also die Texte, auf die ich zu sprechen kommen werde. Im ersten Teil Wilhelm Heinrich Riehl, Die deutsche Arbeit von 1861, Karl Marx in der Neuen Rheinischen Zeitung, seine Revue, Josef Dietzkens, Die Religion der Sozialdemokratie und besonders für Keller interessant, Thomas Carlyle, Past and Present. Und dann werde ich eben auf den grünen Heinrich, immer die erste Fassung da, von das vierte Buch, zu sprechen kommen, dann die Leute von Seldwyla in der ersten Fassung und in der zweiten Fassung und den zweiten Teil. So, Punkt 1, Heiligkeit der Arbeit während und nach der Revolution. Ich beginne mit einem Zitat von dem bereits erwähnten Wilhelm Heinrich Riehl, Die deutsche Arbeit von 1861. In revolutionärer Zeit, wo man gern den Mund etwas voll nimmt, sprachen die Stimmführer des Proletariats wohl auch von der Heiligkeit jeder Arbeit. Die heilige Arbeit soll der einzig wahre Kultus sein. Wir sollen nicht mehr wie die altfränkischen Leute beten und arbeiten, sondern wir sollen arbeiten statt zu beten. Also, behauptet wird erstmal so etwas wie eine Ubiquität der Formulierung von der Heiligkeit der Arbeit in der Revolution und zugleich wird auch schon eine Art von Interpretation geliefert, wie diese Formulierung zu verstehen ist, nämlich als eine Ersetzungstheorie, Arbeit statt Religion, Arbeit statt Gottesdienst. Und in der Tat, es gibt diese Stimmen in der Revolution, zum Beispiel eben sozusagen auf dem Höhepunkt der Revolution im Jahr 1848, wenn das Gesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes diskutiert wird, insbesondere Artikel 2, Paragraph 7, Absatz 2, der Adel als Stand ist aufgehoben. Dann meldet sich erstmal ein konservativer Abgeordneter, ein Herr Reichensberger, und sagt, Mensch, die Vorrechte des Adels, die sind doch schon längst gefallen. Daraufhin kommentiert der Protokollant, große Heiterkeit auf der Linken. Dann meldet sich etwas seriöser Wilhelm Löwe, der ist sozusagen so im demokratischen Spektrum, später den gemäßigten Linken zuzuordnen. Und in der Tat, der formuliert eine Ersetzungstheorie. Und die Ersetzungstheorie wird so ein bisschen über Bande gespielt, nämlich über das Politische. Heilig wird interpretiert als die heiligen Vorrechte des Adels. Diese heiligen Vorrechte des Adels sind gefallen. Stattdessen tritt die Arbeit, nicht unbedingt der Arbeiter, sondern die Arbeit anstelle des Adels.
Allerdings nicht mehr in dem Sinne, dass sozusagen auf sie die Rechte gekommen sind wie auf den Adel, sondern in dem Sinne, dass sich die Rechte eigentlich erst erarbeitet werden müssen im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit verbunden ist auch wiederum ein Wechsel von der Produktion zur Konsumtion, Produktion statt Konsumtion. Der Adel, der in der Theorie jetzt von Löwe nicht arbeiten durfte, wird ersetzt durch einen Stand oder durch eine Institution, die eben tatsächlich arbeiten und das heißt eben auch produzieren kann. Eine Variante dieses Arguments wird in dem wirklich nicht gerade kurzen Roman von Karl Ferdinand Gutzkow, Die Ritter vom Geiste, Roman in 9 Büchern, das sind mehrere tausend Seiten. Ich glaube nicht, dass sie jemand ganz gelesen hat. Ich gestehe, ich bin auch nicht ganz durchgekommen. In diesem Roman gibt es eine Figur, Egon, ein ehemaliger Hochadliger, jetzt Kommunist, der sich eben beschwert, dass man die Arbeit nicht genug geehrt, nicht genug heilig gesprochen hat. Dass sich Riehl darauf bezieht, ist relativ wahrscheinlich, weil Riehl, wir wissen nicht, ob er alle die vielen tausend Seiten geschafft hat, aber doch einiges schon. Er hat nämlich, er hat Gutzkow rezensiert, so wie ihn Gutzkow auch rezensiert hat. Riehl ist ja nicht nur ein Theoretiker von dem, was er Erfolg nennt, nicht nur ein Theoretiker der Familie, nicht nur ein Theoretiker der Arbeit, sondern er ist auch ein Novellist. Also dieser Egon argumentiert eben, dass die Arbeit nicht genug heilig gesprochen werde. Und dann kommt eine Formulierung, die sehr nah an dem Löwe dran ist, dass man sich eben jetzt über Arbeit das verdienen müsse, was einem zuvor, und da meint er natürlich auch sich selbst, der ja aus dem Hochadel kommt, die Ansprüche der Geburt zugewiesen hätten. Also wieder so eine Ersetzungstheorie, die über die politische Dimension geht. Eine rein ökonomische Ersetzungstheorie findet man auch verschiedentlich. Besonders deutlich jetzt hier bei Dietzke, das ist etwas später, frühe 1870er Jahre. Er fasst im gewissen Sinne zusammen, was man so vereinzelt an verschiedenen Stellen findet. Arbeit als sozusagen etwas, was an die Stelle der entleerten Religion trifft. Allerdings eben, das betont er ausdrücklich, eine irdische Praxis, statt einer Theorie vom Himmel nachzugehen. So gelangt man dann, schreibt er weiter, zum Allerheiligsten, zur angehäuften Arbeit der Geschichte, zur Erlösung, zur realen Erlösung, die der neue Heiland versprechen kann und so weiter und so fort. Also man sieht, hier ist es jetzt sozusagen ohne diese politische Dimension, Arbeit anstelle von Religion. Dabei wird dann, das habe ich dann in grün markiert, so eine Umverteilungstheorie, etwas vorsichtig das Wort gesprochen, der Reichtum der Produzenten, der möglicherweise anders verteilt werden könnte. Was sicherlich auffällt, ist, dass die Metaphorik mit dem Heiligen und so weiter, die ist recht stark. Also dafür, dass es sich eigentlich um eine Ersetzungstheorie handelt, wird noch relativ viel von der Heiligkeit gesprochen. Und wir werden gleich bei Marx sehen, dass er bei einem anderen Fall genau das durchaus aufgespießt hat. Also, nächster Fund, Marx und Engels, die in der Neuen Rheinischen Zeitung, politisch-ökonomische Revue des Jahres 1850, Marx ist mittlerweile in London, Neue Rheinische Zeitung muss jetzt unter neuem Namen unter dem Ort Hamburg rauskommen. Und Revue ist eben der Gedanke, dass Marx und Engels, insbesondere Marx, so ein bisschen abrechnen, was so im ersten nachrevolutionären Jahr passiert ist. Und da hat sich Marx vor allem ausgesucht, die 4 Evangelisten, wie er sie nennt, also Joseph Mazzini, Alexandre Ledru-Rollin, Albert Derat und Arnold Ruge. Das sind alles Emigranten. Mazzini war schon vorher emigriert aus Italien, Ledru-Rollin aus Frankreich und Arnold Ruge eben aus Deutschland, jeweils aus ihren Revolutionen. Und diese 4 Autoren haben eben ein Manifest geschrieben, was sie in der Zeitschrift Le Proscrit veröffentlicht haben. Und in diesem Manifest kommt eben der Begriff der Heiligkeit der Arbeit, Sainteté du Travail, nochmal vor. Das ist Marx nicht entgangen, er hebt es auch hervor.
Und bei Marx merkt man deutlich, nicht explizit, aber indirekt an der Art, wie er sich über die vier auslässt, dass er das als Indiz nimmt, dass die sozusagen über die religiöse Metaphorik, oder vielleicht ist es eben gar keine Metaphorik, sondern über die religiöse Sprechweise nicht so richtig wegkommen. Das ist durchaus richtig beobachtet, weil tatsächlich der Hauptautor des Textes Mazzini ist, der aus dem katholischen Kontext kommt. Während für Ruge ist das eigentlich Contre-Cœur, aber aus verschiedenen Gründen hat er sich sozusagen eingeschlossen in diese Autorschaft. Also durch den Sport wird schon ein Hinweis eben auf die starke Metaphorik gegeben und sagen wir mal so eine Art von Eigendynamik, die diese Formulierungen nehmen. Und die stehen bleiben bei der religiösen Terminologie ist für Marx und Engels schon eine Art von Indikator, nämlich dass sozusagen auch der Inhalt irgendwo stehen geblieben ist in einer Entwicklung, die Marx natürlich sozusagen für sich auf eine bestimmte Weise interpretiert. Sie spießen vor allem auf, dass die Autoren die gescheiterten Revolutionen vor allem darauf zurückführen, dass sozusagen die Leute zu sehr individualistisch gedacht haben und sich nicht zeitig organisiert haben. Nee, sagt Marx, daran lag es nicht, sondern aus Marx' Sicht ist natürlich klar, es fehlte der richtige revolutionäre Inhalt, der Übergang von der liberalen in eine sozialistische oder kommunistische Herrschaft. Und ein Punkt, der jetzt eben für das Thema Heiligkeit der Arbeit eine wichtige Rolle spielt, ist, dass Marx eben sagt, wer von der Heiligkeit der Arbeit spricht, der spricht eben auch immer von der Heiligkeit des Eigentums. Und das ist natürlich der springende Punkt, der die verschiedenen Ansätze der Revolution trennt. Also dieses Verhältnis Arbeit-Eigentum ist ja ein Gegenstand der liberalen Theorie, findet sich bei John Locke und anderen. Genau darum dreht es sich bei Marx und eben dieses Nicht-Loskommen von der eigentlich zu überwindenden, eigentlich nur noch metaphorisch zu verwendenden Terminologie ist eben ein Indikator dafür. So, zurück zu Riehl. Es hat sich also gezeigt, die Rede von der Heiligkeit der Arbeit, das hat er nicht mal nur so gesagt, sondern da gibt's Befunde, die sich finden lassen. Wie gesagt, Riehl ist natürlich als ein konservativer bürgerlicher Autor, ist weder mit dem, was Löwe während der Beratung gesagt hat, noch mit dem, was Marx gesagt hat, zufrieden. Ganz im Gegenteil, seine Interpretation, die ja richtig ist, die These der Ersetzung, Arbeit soll Religiosität ersetzen, ist ja eine richtige Analyse der Texte. Er setzt dem jetzt eben was entgegen, indem er sagt, wenn die beiden in Verhältnis gebracht werden, dann würde er eben Gottesdienst als einen ergänzenden Gegensatz der Arbeit sehen. Also das ist jetzt so erstmal sein Gegenmodell. Damit gibt es aber eigentlich keine Rede von der Heiligkeit der Arbeit. Außer, sagt er, und dieses Außer ist natürlich sehr interessant und eine Art von Weiterentwicklung des Begriffs, außer bei der reinen Geistesarbeit. Da mag es eben, behauptet dann Riehl, durchaus Momente geben, in denen Gebete und Arbeit in eins zusammenfallen. Und an diesem Punkt ist er jetzt rein von der Argumentation her gezwungen, eine Theorie der geistigen Arbeit zu entwickeln. Darüber, das habe ich ja in der Tagung vorletzte Woche schon mal kurz angesprochen, eine Theorie, die sich, ob das Riehl weiß oder nicht, sei mal dahingestellt, die sich letztlich auf Hegels Phänomenologie zurückgeht und eine Theorie, in der eben das Verhältnis in der Arbeit, das Verhältnis des Geistes zu sich selbst hergestellt wird. Also Hegel formuliert das ist jetzt eine Mitschrift über in der Philosophie der Weltgeschichte, der Geist handelt und macht sich zu dem, was er an sich ist, zu seiner Tat, zu seinem Werk, so wird er sich Gegenstand, so hat er sich als sein Dasein vor sich. Normalerweise, sagt Hegel, ist Arbeit sozusagen Arbeit mit materiellen Mitteln an einem materiellen Gegenstand, außer eben der Geist findet sich selbst als seinen Gegenstand, dann bekommt die Arbeit eben etwas sehr Freies. Und auf diese Freiheit
ist letztlich real aus. Die Vorstellung ist eben die, dass wenn der Geist sozusagen an sich selber arbeitet, dass diese Form der Freiheit in verschiedene Richtungen gehen kann, unter anderem eben in die Richtung Kunst und Literatur, aber auch, und das ist für alle Texte des poetischen Realismus in deutscher Sprache von einer wichtigen Bedeutung, eben auch in ökonomischer Arbeit, und zwar in ökonomischer Arbeit im industriellen Stil. Das ist, sagen wir mal, mit dieser These, die sich Riehl nicht ausgedacht hat, die sich auch auf eine ähnliche Weise in der wirtschaftlichen Theorie der historischen Schule findet, die aber hier schon so etwas ganz Klares bekommt. Damit ist, wenn man so will, eine Art von Weiterentwicklung von der Rede oder der Theorie von der Geistigkeit der Arbeit geleistet worden. Die Theorie besagt ja auf der einen Seite, dass der Arbeit eine besondere neue Bedeutung beigemessen werden soll. Das macht der Begriff der Heiligkeit der Arbeit deutlich. Andererseits ist schon klar, dass sozusagen es mit der Heiligkeit irgendwie nicht mehr so ganz wörtlich genommen werden kann, dass der Begriff also überwunden werden muss. Und was Riehl jetzt eben aus einer bürgerlichen Perspektive leistet, ist eben diese Form des Weiterdenkens, des Überführens. So, über Hegel habe ich schon gesprochen. Damit habe ich Ihnen so einen kleinen Rundumblick über diese verschiedenen Formen der Rede der Heiligkeit der Arbeit gegeben und setze jetzt eben ein, wie versprochen, im Grünen Heinrich in der ersten Fassung, natürlich mit einer Passage des Erzählers über die Heiligkeit der Arbeit. Heinrich ist all seiner Barschaft los, er ist komplett mittellos, weiß nicht mehr, wie er sein nächstes Essen bezahlen will, und der Erzähler ist alles andere als gnädig oder mitleidig, sondern er rechnet über wirklich 20, 30 Seiten genau vor, wann Heinrich welches Geld verschleudert hat und warum er jetzt genau auf diesem Nullpunkt angelangt ist. Und nachdem er das also alles durchgerechnet hat, oder besser gesagt währenddessen, kommt er in eine Art von diegetischer Reflexion, die, sagen wir mal, ihren Ausgangspunkt von Heinrich nimmt, aber dann theoretisch auch ein bisschen weiter von ihm wegführt. Und zwar eben mit dem Begriff, die Heiligkeit, die Bedeutung der Arbeit, die er jetzt so in seinen Text einschiebt. Der Gedanke ist der, und der gilt für Heinrich, aber eben nicht nur für ihn, dass es sozusagen zwei Arten von Menschen gibt. Die einen leben in einer Welt der Arbeit in und an der Natur, und die anderen leben eben in einer höheren abstrakten Welt, in einer Welt der Kultur, und das gilt natürlich für Heinrich. Was jetzt die Heiligkeit und die Bedeutung der Arbeit anbetrifft, ist es so, dass all diejenigen Menschen, die in dieser einfachen Sphäre leben, denen ist sozusagen sofort klar, was Arbeit bedeutet oder welche Bedeutsamkeit sie hat und auch was die Heiligkeit dieser Arbeit, während es für all diejenigen, die sozusagen aus der anderen Welt dahin schauen, die wissen es eben überhaupt nicht, für die ist alles auf den Kopf gestellt und die Begriffe von der Arbeit, Bedeutung der Arbeit verkehrt bis zum Unkenntlichen, und deswegen verlieren sie die innere Wahrheit dieser Arbeit. So, und die Begrifflichkeiten, deren sich der Erzähler bedient, das hat er meines Erachtens von dem Theoretiker, wir gehen jetzt ja ein bisschen sozusagen nochmal vor die Revolution zurück, der im gesamteuropäischen Diskurs eigentlich die gewichtigste Stimme hat, nämlich Thomas Carlyle, Past and Present, von 42, glaube ich, von 43, und kurz vor der Fassung der ersten Fassung des Grünen Heinrichs ist eben auch eine deutsche Übersetzung rausgekommen. Und ich habe jetzt mal alles, was ich unterstrichen habe, sind so Übernahmen oder zumindest sprachliche Nähen. Also einerseits die Wahrheit, die Heiligkeit der Arbeit, das ist sowieso klar, aber auch der Begriff der Bedeutsamkeit, Significance, und eben auch dieser Begriff der Natur. All das zeigt, also da gibt es zumindest eine gewisse Form von Interferenz. Es lohnt sich also der Mühe anzuschauen,
wie jetzt Carlyle arbeitet. Also es ist klar, eine Ersetzungstheorie vertritt er auf keinen Fall. Er vertritt auch keine Theorie des komplementären Kontrastes, so wie das Riehl gemacht hat, sondern man kann schon sagen, es ist eben eine Identitätstheorie, also Arbeit und Gottesdienst oder Arbeit und Religiosität. Das wird bei ihm eben sozusagen ganz eng zusammengeführt und fällt eigentlich mehr oder weniger ineinander. Das Ganze wird einerseits verbunden mit einer Naturphilosophie, von der man, glaube ich, sagen kann, das ist so ein bisschen Anleihen an der deutschen Naturphilosophie der Romantik hat. Man muss dazu sagen, Thomas Carlyle ist nicht nur ein Theoretiker der Arbeit, nicht nur ein Autor eines Romans, Sartor Resartus, der wiedergeschneiderte Schneider, sondern er ist eigentlich der größte Kenner in Großbritannien der deutschen Literatur, sozusagen die Madame de Staël von Großbritannien, und versucht also sozusagen seinen Landsleuten, die etwas von ihnen als schwierig wahrgenommene romantische und auch schillersche und goethische Literatur und Philosophie nahezubringen. Insofern ist das jetzt nicht weit hergeholt, wenn man sagt, da hat er sich so ein paar Anleihen geholt. Natürlich ist er auch irgendwie im Bereich einer Kapitalethik unterwegs, zumal er nicht nur aus einem puritanischen, sondern aus einem explizit calvinistischen Haushalt kommt. Und wenn Sie hier nochmal die Definition von Max Weber für die protestantische Kapitalethik sich anschauen, dann sehen Sie, da gibt es gewisse Überschneidungen, also diese starke Priorisierung des Handelns und die starke Gegenüberstellung des Ausruhens, des Nichtstuns. Das ist eben auch genau das, was das Credo von Carlyle ausmacht, Handeln zum Mehrung des Ruhms Gottes. Das ist ungefähr, glaube ich, auch die Beschreibung, die für ihn eine wichtige Rolle spielt. Wir können es ja morgen im Workshop die Texte nochmal etwas genauer anschauen. Ein Punkt, der für Carlyle wichtig ist und der auch in der protestantischen Kapitalethik eine wichtige Rolle spielt, besonders deutlich bei Baxter, das ist einer der Autoren, auf die sich Max Weber besonders stark bezieht, das ist der Begriff des Busybodies. Das ist die englische Übersetzung für eine Stelle aus 2 Thessaloniker 3,11. Der griechische Begriff ist peri ergazomai. Also ergazomai heißt, ist Handeln, und peri ergazomai ist halt sozusagen um das Handeln herum oder Werken. Und peri ergazomai ist halt Scheinwerken, Scheinarbeiten. Und die Busybodies sind eben Scheinarbeiter. Das findet sich bei Baxter relativ häufig, und interessant ist, dass in der Confessio Helvetica Posterior, das ist derjenige Text in der Schweiz, bei dem die Zwinglische und die Calvinische Lehre zusammengeführt werden und sich die Calvinische Lehre in Bezug auf Arbeitsethik durchsetzt, in dem spielt eben 2 Thessaloniker 3,11 auch eine wichtige Rolle, hier dann übersetzt mit zu viel Fürwitz triebend. Ist nicht ganz so gut übersetzt. Ich würde sagen, Busybody ist sozusagen eine perfekte Übersetzung dieses Begriffs, während Fürwitz ja eigentlich dieses Scheinarbeitende nicht ganz trifft. Aber trotzdem, das ist ein wichtiger Punkt bei Carlyle und eben auch, und jetzt kehre ich zurück zu Keller, für Keller. Kellers Erzähler verabschiedet sich jetzt immer mehr von von Heinrich und geht immer mehr in den Exkurs. Er geht nämlich jetzt auf die sogenannte Revalenta Arabica ein. Das ist eine ökonomische Unternehmung, so in den frühen 50er, also ganz genau bevor dieser Teil des Romans geschrieben wird, kommt aus England, war dann aber auch in Deutschland und auch in der Schweiz relativ erfolgreich. Es ist, glaube ich, Saubohnenmehl, was verkauft wird, und es wird mit einer riesigen Anzeigenkampagne, unglaublich für das 19. Jahrhundert, über den ganzen Kontinent, jede Zeitung wird zugeschwemmt mit diesen Anzeigen für dieses Saubohnenmehl, was natürlich nicht Saubohnenmehl heißt, sondern Revalenta Arabica, was ganz Vornehmes irgendwo aus dem arabischen Raum, ein Heilmittel für alle Zivilisationskrankheiten, egal was man hat, die Revalenta Arabica ist also das Richtige. Das hat kurz vorher, also wirklich ein
Jahr vorher hat das ein Apotheker aufgedeckt, einen riesigen Artikel geschrieben, genau die Betrugsmechanismen, auch sozusagen die wahnsinnige Werbebotschaft, dieses Investieren, sozusagen müssen Millionen in diese Werbungen reingeflossen sein und auch die Zeitungen wurden dann unter Druck gesetzt, ihr könnt die Werbung haben, wenn ihr positiv berichtet über dieses Mittel und so weiter und so fort. Ein interessanter Übergang von Artikel und Werbung, also wirklich eine sehr gut gemachter Betrug, der ja dann auch sich viele Jahre gehalten hat. So, und das nimmt Keller, Klammer zu, Kellers Erzähler als Ausgangspunkt zu sagen, was unterscheidet eigentlich wahre Arbeit, heilige Arbeit, geistige Arbeit, was unterscheidet es eigentlich von falscher Arbeit? Es ist klar, was die Leute bei der Revalenta Arabica gemacht haben, ist falsche Arbeit, das ist Betrug. Ist ja völlig offensichtlich. Trotzdem sagt er, wenn man da jetzt mal in den Kontor geht, die laden auch was ein, da wird irgendwas in den Büchern verzeichnet und später werden Schiffe beladen und so weiter und so fort. Also was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Und er arbeitet jetzt eben mit dieser Busybody-Kategorie und sagt, das eine ist eben wirkliche Arbeit und das andere ist gleich die Revalenta Arabica, das gleicht eben nur Arbeit. Das ist eben das Scheinbare der Arbeit. Das hat keine innere Wahrheit und ist Betrug und Schwindel. Das heißt also, obwohl er selber zugegeben hat, dass es bei der Revalenta Arabica gar nicht so einfach ist, zu unterscheiden zwischen wahrer und unwahrer, heiliger und nicht heiliger Arbeit, versucht er sich doch einer ganz klaren und harten Dichotomie. Auf der einen Seite gibt es Arbeit, die lohnt sich und wird zur Tugend. Und auf der anderen Seite gibt es eben Nutzlosigkeit, Müßiggang, der Lieblingsbegriff in der protestantischen Kapitalethik, und Laster. Also er versucht sozusagen mit einer knallharten Dichotomie und guckt mal, wie weit er damit kommt. Brauche erstmal ein Gegenmodell. Das Gegenmodell erstaunt ein kleines wenig, weil es kommt jetzt nicht irgendwie ein preußischer Unternehmer oder ein Schweizer Unternehmer, sondern es kommt Friedrich Schiller. Und der Erzähler argumentiert zu Recht, Schiller ist eine kleine Industrie. Im 19. Jahrhundert mit den ganzen Schillerfeiern, was wird ja gedruckt auf eine Art und Weise, da steckt wirklich Geld dahinter. Also das erste Argument ist, Schiller ist eine Buchindustrie und das ist natürlich wahre Arbeit, sein ehrliches, klares und wahres Arbeitsleben. Wenn man sich Schiller-Biografien anguckt im 19. Jahrhundert, dann schreiben die nicht immer das Gleiche, sondern sie schreiben nicht immer das, sondern sie schreiben eigentlich immer, es ist ein sehr unordentlicher Arbeiter, aber auch immer abends gearbeitet habe und morgens dafür ausgeschlafen habe, was ja vielleicht auch richtig war. Aber tatsächlich gibt es sozusagen einen Text bei Humboldt, auf den er sich bezieht und der Gedanke ist, jetzt vielleicht ein bisschen einfacher formuliert, dass sozusagen ein idealistischer Arbeiter, egal ob es morgens oder abends oder nachts ist, er ist sozusagen eben immer an der Wahrheit interessiert. Und interessant ist eben dann dieser zweite Gedanke, den wir ja schon von Riehl kennen, ein guter Literat könnte auch jemand anderes sein. Da steckt wieder dieser Gedanke der geistigen Arbeit dahinter, die ist sozusagen universal und kann in ganz verschiedene Richtungen gehen. In diesem Fall ist er jetzt kein, weil es das natürlich auch um 1800 noch nicht gab, kein Industrialist, aber in dem Fall hätte er ein Weltmann werden können. Also er hat jetzt sozusagen dieses Doppelmodell, einen wahren Arbeiter Schiller, auf der sich eine wahre Arbeitsindustrie aufbauen lässt und die falsche Arbeit, das ist eben die Revalenta Arabica, alles aufbauend auf diesen Begriff der Heiligkeit der Arbeit. Trotz dieser Klarheit, dieser ontologischen Klarheit, die er sozusagen mit größter Vehemenz vertritt, konzentriert er doch, dass sich Arbeit und Scheinarbeit vermischen und kreuzen können, sodass für die gesunde Vernunft, also nicht nur für Leute wie Heinrich, die sozusagen aus der Kulturwelt auf die Arbeitswelt schauen, sondern auch für den Common Sense, ja, dass das Urteil schwer werden kann. Das heißt, er gibt zu, dass obwohl es ontologisch ganz klar ist, dass es so rein von der Erkenntnisperspektive durchaus mal die eine oder andere Vermischung und Entdifferenzierung geben könnte. So viel gibt der Erzähler also im grünen Heinrich zu. So, ich komme zum nächsten Punkt. Leute von Seldwyla, erster Teil, wie gesagt, nur ein Jahr später. Viele Produktionsteile sind parallel auch geflossen. Er hat ja nicht die ganzen Novellen erst geschrieben, nachdem er den grünen Heinrich fertiggestellt hat. Also die Einleitung in den ersten Teil der Seldwyler Geschichten von 56
Da wird, das ist jetzt der blaue Text, wird eben genau wieder das Modell des Busybodies aufgenommen und sogar noch etwas, wie soll ich sagen, ausformuliert. Die Seldwyler haben zwar einen Beruf, sagt er, den üben sie auch anfangs aus, aber sie lassen eben, solange es geht, fremde Leute für sich arbeiten, und man kann hinzufügen, und machen damit sozusagen den Busybody. Das scheint so, als ob der Meister selber arbeitet, aber in Wirklichkeit sind es seine Gesellen oder irgendwelche anderen Leute. So, und dann reichert er das Modell noch durch zwei Begriffe ein, die jetzt durch die gesamten Seldwyler Geschichten führen, nämlich durch die Begriffe Kredit und Bankrott. Denn wenn man, so das Argument des Erzählers, mit dieser Taktik des Busybodytums fortführt, dann muss man irgendwann anfangen, Schulden aufzunehmen und mehr Schulden und mehr Schulden und mehr Schulden, und irgendwann kann man diese Schulden nicht mehr bedienen. Und dann ist man ein aus dem Paradies des Kredits Verstoßener, also jemand, der bankrott geht. Muss man vor dem Hintergrund sehen, dass im Kanton Zürich genau in der Zeit immer wieder darüber diskutiert wird, über die schwierige Differenzierung zwischen Leuten, die betrügerisch bankrott gegangen sind, und solche, denen dies einfach passiert ist, sei es, dass sie nicht gut genug gewirtschaftet haben, sei es, dass ihnen irgendein Unglück geschehen ist. Also das sind Debatten, die jetzt Keller nicht einfach nur so aus Spaß irgendwie hervorgeholt hat, sondern das ist das, was man in Zürich in dieser Zeit diskutiert und was eben immer wieder in neue Gesetzesvorlagen gegossen wird. Müßiggang ist allerlaster Anfang, da ist man wieder irgendwo bei Carlyle und der Kapitalethik, und Kredit und Bankrott sind, wenn man so will, die Konkretisierung. Ein Paradigma dieser Figuren, also dieser klassischen Seldwyler Figur, ist der Meister in den drei Kammmachern, von denen es eben heißt, dass er es nicht mehr lange treiben und das Kammfabrikchen endlich wieder käuflich würde. Das ist eine von den vielen Variantenbeschreibungen, um zu sagen, wer ist kurz davor, bankrott zu gehen. Und dann wird auch erklärt, warum. Das ist alles sozusagen ein bisschen so traditionelle protestantische Kapitalethik. Der Laden stand mal auf dem Gipfelpunkt, weil die drei Kammacher-Gesellen eben so viel produziert haben. Dann ein lustiges Leben, da sind wir wieder bei der Idleness, beim Müßiggang, und irgendwann Schulden, dann doppelt so viele Schulden als er einnahm, und dann eben wird irgendwann das Kammfabrikchen wieder käuflich, also bankrott und Neuanfang für den nächsten. Also eine klassische Geschichte vom Busybody zum Bankrotteur. Dass er zusätzlich sich noch so einer kleinen Verschleppung der Bankrotterklärung schuldig macht, wird vom Erzähler so nebenbei auch nochmal erwähnt. Er will hinter dem Rücken seiner Gläubiger, ehe es zum Bruchgang kam, noch schnell den Handel abschließen mit dem dritten Kammerergesellen am Ende. Eigentlich hätte er da schon längst den Bankrott zeigen können, dann wäre es nämlich, also die Formulierung hinter dem Rücken der Gläubiger ist schon klar, dass es da sozusagen zu einem, dass die Gläubiger da natürlich ins Hintertreffen geraten. Auch das ist etwas, was in Zürich der 50er, 60er Jahre diskutiert wird, die Verschleppung des Bankrotts von beiden Seiten übrigens, auch von Amts wegen, um die Kosten zu sparen, um den Bankrotteur durchzubringen. Das wird alles haarklein durchgerechnet bei den Schweizern. So, zusätzlich haben die Kammacher auch noch ein paar ökonomische Fehler gemacht, also vor allem der Meister. Es heißt nämlich, sie hatten des Guten zu viel getan und so viel Ware zu Weg gebracht, dass ein Teil davon liegen blieb. Also sie hatten gehofft, dass wenn sie nur billig produzieren, dass sich dann schon ein Absatzmarkt finden würde. Das ist, sagen wir mal in einer etwas trivialisierten Form, ein Glaube an das, was heute noch Say's Theorem heißt. Also die Theorie, dass sozusagen jedes Produkt sich seinen Absatzweg selber eröffnet. Aber wenn man es eben mit der historischen Schule, mit Wilhelm Roscher denkt, dann ist das eben tatsächlich falsch. Man muss aus ethischen, aber auch aus ökonomischen Gründen auf die Bedürfnisse des Volkes Rücksicht nehmen. Und das heißt eben immer auch den Absatzmarkt im Kopf behalten. Und das ist etwas, was weder der Meister noch seine Kammacher gemacht haben. Also ökonomisch haben sie auch noch etwas falsch gemacht, wenn sie überhaupt so weit gedacht haben.
gibt noch andere Varianten für dieses klassische Busybody-Tum der Seldwyler. Also zum Beispiel der Steinbruch, den Herr Amrhein aus Frauregel Amrhein gekauft hat. Herr Amrhein spielt eigentlich fast keine Rolle, weil der gleich nach Amerika auswandert. Aber ganz am Anfang hat er eben auch noch einen schnellen Bankrott hingelegt oder sich des Bankrotts entzogen. Und da wird eben zum Beispiel gesagt, dass der Steinbruch genau wie die ganze Stadt eben sehr schwer sind. Und diese Schwere ist sinnbildlich eben für die Schwere der Schulden, die auf allen Leuten liegen, die sich im ökonomischen Prozess befinden. Und es gibt eigentlich also sozusagen einen dynamischen Stillstand, keine Action, keine Dynamik um zur Mehrung Gottes. Es gibt eigentlich trotzdem eine Dynamik, sozusagen eine Dynamik zweiter Ordnung, die ist aber eher ästhetischer Natur. Wenn man sich das Ganze im Zeitraffer anschaut, so der Erzähler, dann sieht man eben, wie der eine Bankrotteur dem anderen die Klinke noch in die Hand gibt und der hat dann sozusagen kurz Zeit, bevor er auch schon wieder seinen Bankrott anmeldet und so weiter und so fort. Das kann der Erzähler wie ein kleines Schaubühnenspiel sehen. So, und Herr Amrhein ist jetzt nicht nur ein Bankrotteur, nicht nur jemand, der den Müßiggang huldigt, sondern er ist eben wirklich ein klassischer Busybody. Das wird an seiner Person mal vorgeführt. Was macht so ein Busybody? Der tut halt so, als ob er arbeitet. Sagt, ja, ich habe so einen Steinbruch, okay, da läuft nichts, kann weder was verkaufen noch kaufen, es bleibt alles genauso, wie es ist. Aber wenn schönes Wetter ist, dann gehe ich dann mal hin und spiele Arbeit. Nicht? Dann komme ich in ein Stöckchen und dann messe ich mal so ein bisschen was aus, damit es irgendwie so aussieht, als ob es Arbeit ist. Also wenn er in den Steinbruch hinaus Lust wandelte, wenn das Wetter lieblich war und dort mit dem besagten Stocker an den verpfändeten Steinlagern herumstocherte. Das ist Busybody, das ist Arbeit vorspielen. Und dementsprechend kommt der Erzähler zu der Analyse, dass eben in Seldwyla ein Scheinverkehr vorherrscht und dieser Verkehr, dieses Scheinbare des Verkehrs ist sozusagen auf doppelte Weise zu verstehen. Einmal in Bezug auf die Personen und einmal in Bezug auf die Waren. Und diese Analogie von der Notwendigkeit von Dynamik für Waren und für Personen, das kann man beispielsweise auf Smith zurückführen, der im Wohlstand der Nationen ausgeführt hat, dass eben sozusagen der Mensch arbeitet, wenn sein Kapital arbeitet und vice versa. In Seldwyla ist es aber gerade nicht so. Es arbeitet weder der Mensch noch das Kapital. Die Steine liegen rum, die Menschen spielen Arbeit. Es gibt auch noch die Variante, die reiche Variante des Busybodies. Das habe ich jetzt aus dem Fähnlein der sieben Aufrechten. Da gibt es einen Mietunternehmer Ruckstuhl. Der verdient natürlich sehr viel, der ist keineswegs gleich pleite. Aber er hat auch, wie der Erzähler sagt, seit geraumer Zeit keinen Streich mehr getan. Bei dem fließt das Geld nur so in die Taschen, so die Logik des Erzählers. Hat jährliche Einnahmen ohne eine Stunde wirkliche Arbeit. Und jetzt kommt die Formulierung, die ich besonders schön finde. Er spielt eben bei seinen Gängen und Machereien seine wirkliche wirtschaftliche Tätigkeit nur vor. Spielen ist hier noch negativ zu verstehen, aber es kommt zum ersten Mal sozusagen der Terminus Vorspielen, aber hier jetzt noch im moralischen Sinne von Betrug. So, das geht alles noch aufs Konto Festigung des Modells. Jetzt kommen wir zu den kleinen Fragezeichen, den noch sehr dünnen Fragezeichen im ersten Teil der Leute von Seldwyla. Denn der Erzähler sagt übrigens, diese Geschichten wollte ich gar nicht erzählen, die ich jetzt hier in der Einleitung so ausgebreitet habe. Und man könnte sagen, er hat sie auch nur dann an Nebenfiguren wie Herrn Amrhein, der gleich nach Amerika gehen wird, und dem Meister der Kammerer, der ja auch keine zentrale Rolle spielt, hat er sie mal paradigmatisch ausgeführt, denn eigentlich wieder andere Geschichten erzählen, nämlich Ausnahmen von dieser Regel. Ausnahmen, die doch gerade nur zu Seldwyla vor sich gehen konnten, also sozusagen nach Seldwyla trotzdem gehören. Also mit den Ausnahmen fängt er an, so ein bisschen an dieser klaren Dichotomie ein wenig rumzukratzen. Und sagen wir mal, erste Fragezeichen könnte man zum Beispiel in Romeo und Julia auf dem Dorfe sehen, wenn sich Vreni und Sally sozusagen so anziehen und so tun, als ob sie reicher Leute Kinder wären, die heiraten können und eine Arbeit haben, dann ist das natürlich eine Täuschung, aber, sagt der Erzähler, keine schlimme, eine holde Täuschung. Also er hat sozusagen eine gewisse Sympathie für diese Form von Betrug, die er eigentlich aufgrund dessen, was er in der Vorrede gesagt hat, so nicht haben durfte. Und besonders kompliziert, aber auch klar macht er es eben in
macht das in Frau Regel am Rhein und ihr Jüngster. Die hat drei Söhne. Zwei sehen ihr ähnlich und einer, um den geht es, den Jüngsten, der sieht dem Mann ähnlich, der mittlerweile ja schon längst sozusagen dem Bankrott ausgewichen ist. Und nun könnte man denken, dass sie den, das ist so eine typische Formulierung, die über so Vererbung geht und die Vorstellung, dass Ähnlichkeit in der Vererbung immer auch was, also äußere Ähnlichkeit auch was mit charakterlicher Ähnlichkeit zu tun hat. So kann man das bei Storm und anderen Autoren auch nachlesen. Und jetzt könnte man ja denken, dass die Ähnlichkeit zu dem Mann, der ja ein Bankrotteur und ein Tunichtgut ist und ein klassischer Busybody, dass sie die besonders wenig mögen würde, während sie selbst eine besonders gute Ökonomin ist. Sie kommt nämlich von außerhalb, sagen wir mal aus Zürich. Und insofern könnte man denken, sie würde sagen, oh Gott, das erinnert mich noch an den Mann, wo ich doch jetzt einen ganz neuen ökonomischen Drive reingebracht habe. Aber so ist es eben nicht, sondern sie sieht in der Ähnlichkeit zu ihrem Mann, in diesem jüngsten Sohn, sieht sie einerseits sozusagen die Liebe, die sie vielleicht mal gehabt hat und von der es behauptet, was ihr am Ende auch wieder kommt. Etwas, was ihr wohl gefallen hat, etwas, was ihr so wohl gefiel. Also man merkt, sozusagen der Erzähler schiebt so richtig nach, da ist etwas. Und da Frau Regel Amrhein als Ökonomin sozusagen schon positiv eingeführt wurde, die hat ja diesen Steinbruch, der eigentlich von Schulden ebenso schwer war, Entschuldigung, dass sich nichts mehr bewegte, die hat den mit mühelos wieder flott gekriegt, allerdings auch durch Einsatz ihres Frauengutes, was ihr Mann nicht durfte, aber okay. Man wundert sich, warum sie jetzt da sozusagen so festhält an dieser Ähnlichkeit und damit auch an der charakteristischen Ähnlichkeit von Fritz zu ihrem ehemaligen Mann. Und so wie es hier jetzt formuliert wird, noch sehr enigmatisch, aber doch mit einer gewissen Stoßrichtung, ist irgendwie klar, hier wird etwas, muss etwas verbunden sein. Das Seldwylerische, was sozusagen in den Normalform zum Visibodytum, zu den hohen Schulden und zum Bankrott führt. Aber wenn es verbunden wird, was da braucht sei, wo Sie herkommen, dann scheint es irgendwie sozusagen eine positivere Verbindung zu geben. Und so läuft die Geschichte ja dann auch. Das heißt also, hier wird nicht nur anhand der Figuren eine Liebes- oder Ehetheorie vorgestellt, sondern es ist auch eine Ehetheorie der Theorien. Also sozusagen einerseits klassisches protestantische Kapitalethik auf der einen Seite plus sagen wir mal ein je ne sais quoi, ein X aus der Seldwyler Ecke, von dem wir noch nicht so ganz wissen, was es ist. Aber sozusagen zusammen scheint es etwas zu geben, nämlich den guten Ökonom Fritz, der es dann sogar schafft, seinen irgendwann wiederkommenden nichtsnutzigen Vater in den Betrieb wieder einzubringen. Aber näher wird es nicht beschrieben. Das behält sich dann Keller für die Leute von Seldwyler von 1873-74 vor. So, und hier ist es insbesondere, sind es Kleidermachen Leute. Und wir haben eine Figur Wenzel, die aus Seldwyler kommt, wiewohl dort nicht gebürtig. Und diese Figur macht auch nicht bankrott. Scheint also auch eine Ausnahme, die gerade nur eben zu Seldwyler vor sich gehen kann. Ganz im Gegenteil, er kann das Vermögen, das seine Frau in die Ehe mitgebracht hat, da ist wieder das Weibergut, er kann es verdoppeln. Er kann ja nießbrauchsmäßig darüber verfügen. Das heißt sozusagen, die Gewinne darf er einstreichen, das Vermögen muss er unangetastet lassen. Und am Ende in dieser Zeit haben sie sozusagen beide ein Vermögen. Auch da sozusagen eine Form von Ehe des Geldes. Wenn man sich fragt, wo hat er das her? Warum kann der jetzt wirtschaften und warum können die anderen Seldwyler nur geradewegs in den Bankrott zureiten? Dann kann man sagen, von seinem Meister hat er es nicht gelernt. Denn der sagte zwar, er hätte nur so eine kleine Geschäftsschwankung gehabt, aber in Wirklichkeit war es auch ein Konkurs wie alle Seldwyler. Denn auch er ist sozusagen aus dem Kredit verstoßen worden und hatte einen plebejisch gemütlichen Konkurs hinter sich. Also von dem, da hat er es nicht gelernt. Aber irgendwas muss er ja gelernt haben. Und in der Tat spielen Lernprozesse in Kleidermachen Leute eine ganz zentrale Rolle. Wenzel heißt es, lernt auf dem Höhepunkt der Affäre in Stunden, in Augenblicke, was andere nicht in Jahren gelernt haben, da es in ihm gesteckt hatte, wie das Farbenwesen im Regentropfen. Also extremer Lernaufwand, der ihn später zu einem erfolgreichen Geschäftsmann, zu keinem Busybody, sondern zu einem wirklich agierenden Geschäftsmann macht.
Aber natürlich sozusagen ein Lernerfolg, den nicht jeder oder einen Lerneffekt, den nicht jeder zeitigen könnte. Man muss es auch schon so als zumindest implizit in sich haben, um es dann explizit ausformulieren zu können. In ihm gesteckt, das hat er sozusagen aus seiner schlesischen Vorgeschichte, der kommt ja da aus der Nähe zu Polen, und eben seine Mutter hat sozusagen dieses, was ihn ja auch auszeichnet, etwas scheinen, was er nicht ist. Das hat er eben von seiner Mutter, welche zu träumen pflegte, welche in zierlicher und gesuchter, als es bei uns Sitte war, kleidete, die feinere Art und so weiter und so fort. Und man merkt schon hier bei der Formulierung von der Mutter, es ist auch ziemlich nah am Holden, an der Holden-Täuschung. Das ist keinesfalls etwas, was der Erzähler ihr übel nimmt. So, das ist sozusagen also seine Ausgangsdisposition, die er von seiner Mutter mitbekommen hat. Jetzt zu dem Lernprozess als solchen. Der Lernprozess ist definitiv einer, der etwas mit Literatur zu tun hat. Das erste ist sozusagen ein Lernprozess anhand der Poesie der Fabrikanten, Bankiere und Spediteure. Das sind die Namen, die an die Häuser von Goldach geschrieben sind. Und die klingen irgendwie ganz schön und haben immer einen Frauennamen in sich. Und Wenzel stellt sich irgendwie vor, dass da eine ganz tolle Liebesgeschichte stattgefunden hat. In Wirklichkeit ist es, wie immer bei Keller, geht es wieder ums Frauengut. Da wird markiert, dass die Frau das Geld eingebracht hat in dieses Haus und der Mann bitte darüber nicht, also er darf schon verfügen, aber er darf es nicht sein eigen nennen. Ich würde sagen, beides, sozusagen diese ökonomische Seite wie auch diese romantische Seite, spielen eben für Wenzel eine zentrale Rolle für seinen ökonomischen Lernprozess, denn er wird ja später auch mit Nettchens Frauengut wirtschaften. Und trotzdem ist es eben auch eine literarische Geschichte. Diese Doppeldeutigkeit sieht man ja auch an der Formulierung mit dem Roman. Roman im doppelten Sinne als Liebesgeschichte und eben als literarische Gattung. Und im Rahmen dieser quasi literarischen Gattung lernt er also sozusagen von der Literatur, wie man sich im quasi ökonomischen Bereich bewegt, nämlich ein Bild ausarbeiten, was sozusagen den anderen eine Unterhaltung ist, Bewunderung, Anregung, alles Begriffe, die man in der Literaturtheorie auch noch Teil des 18. Jahrhunderts finden kann. Also es ist etwas, was er, ohne dass er jetzt selbst viel lesen würde, aus oder an der Literatur lernt. Der Erzähler unterstützt jetzt sozusagen diesen Lernprozess, indem er, ähnlich wie er das jetzt schon bei seiner Mutter gemacht hat, dass er diese Differenz Gut-Böse, Betrug, Nicht-Betrug, heilige Arbeit, betrügerische Vortäuschung von Arbeit, indem er sie auch sozusagen ganz bewusst unterläuft, nämlich indem er sich permanent widerspricht. Zum einen sagt er, Wenzel kleidete sich auf eine Art, ohne dass er etwas Betrügerisches dabei im Schilde führte, also kein Betrug. Dann sagt er, er befand sich an einem Scheideweg zwischen Gut und Böse und entscheidet sich für die böse Seite. Wenn man an einem Scheideweg steht, dann hat man die Wahl. Dann wird aber gesagt, okay, er hatte die Wahl, aber er hat sie willenlos, hatte die Wahl begangen. Um das auch gleichzeitig wieder zu widersprechen, sagen wir, es war doch selbsttätig. Ja, war selbsttätig, aber aus Gehorsam. Also man merkt, der widerspricht sich permanent, um klarzumachen, diese Differenz, die 1855 aufgestellt wurde, die ich so mit Zähnen und Klauen verteidigt habe, jetzt will ich sie nicht mehr unbedingt halten. Und der Begriff, mit dem jetzt sozusagen das Neue, was anstelle der Sacredness of Work formuliert werden kann, das ist eben jetzt der Begriff des Spiels. Das ist auch noch so, sagen wir mal, in der Mitte der Novelle. Da ist es eben so, sie kommen zum ersten Mal in das Haus des Amtsmanns, seines späteren Schwiegervaters. Und die Goldacher sind schon etwas angeschwipst und wollen jetzt auch noch ein bisschen spielen. Und es kommen jetzt sozusagen zwei Kategorien von Spielen zum Tragen. Erstmal ein Gesellschaftsspiel ohne Gewinn. Und dann wird auch noch ein Hasardspiel vorgeschlagen. Und die Begriffe, ich habe sie mal in so Neongelb so ein bisschen, damit klar ist sozusagen, was der Erzähler macht, habe ich die ein bisschen markiert. Die Begriffe, die hier jetzt verwendet werden, die der Erzähler seinem Leser, seiner Erzählerin unbedingt mitgeben möchte, sind eben Spiel und Tätigkeitstrieb. Und wenn man sie jetzt neu kombinieren wollte, dann könnte man auch noch Spieltrieb
dazu machen. Und dabei ist schon klar, wer jetzt gefragt ist, nämlich eben der Autor, der als Gegenindustrie zur Revalenta Arabica stark gemacht wurde, nämlich Friedrich Schiller. Das Ganze, ganz interessant, setzt auch eben beim Müßiggang an. Um nicht in schnöden Müßiggang zu verfallen, wurde ein allgemeines Hasardspiel vorgeschlagen. Also es gibt sozusagen verschiedene Formen von Müßiggang. Es gibt den schnöden Müßiggang und es gibt den weniger schnöden Müßiggang. Das ist dann das Hasardspiel. Und daran sieht man ja schon, statt in sozusagen einer klaren Trennung, gibt es jetzt sozusagen eine Verbindungslinie zwischen dem einen und dem anderen. Ohne Sie damit langweilen zu wollen, kann ich auch noch mal ganz kurz sagen, wo die Begriffe herkommen. Der Begriff des Tätigkeitstriebes, der kommt aus Schiller über die tragische Kunst. Das ist wiederum eine Theorie, bei der er sich ganz offensichtlich an die aufklärerische Theorie von Mendelssohn, Nicolai, Lessing und so weiter anlehnt. Sozusagen, was passiert eigentlich bei der Rührung? Die Sinnlichkeit wird aufgerufen und gleichzeitig, sagt Schiller, kommt dann eben der Trieb der Tätigkeit oder der Tätigkeitstrieb der Vernunft hervor. Das heißt also, es ist schon eine Beschreibung der Vernunft, aber die Vernunft, die eben sozusagen interagiert mit den Sinnen. Und beim Spiel oder beim Spieltrieb ist es eigentlich noch viel deutlicher. Der Begriff Spiel ist jetzt eben tatsächlich als eine Vermittlung von dem sinnlichen und dem vernünftigen Trieb des Menschen zu verstehen. Das heißt also, so wie es dem Arbeitstheoretiker bei Keller darum geht, sozusagen eine Verbindung zwischen dem Busybodytum auf der einen Seite, eigentlich eine betrügerische Vortäuschung von wirklicher Arbeit und wirklicher Arbeit herzustellen, so geht es eben Schiller darum, sozusagen zwei Bereiche miteinander in Verbindung zu setzen. Und es ist irgendwie klar, dass der Erzähler bei Keller genau sozusagen dieses Modell, dieses Schillersche oder wenn Sie so wollen, Kantsche Modell sozusagen im Kopf hat. Etwas, was erstmal irgendwie getrennt und verschieden zu sein scheint, muss jetzt eben zusammengefügt werden. Es muss sozusagen eine leichte Form der Verbindung geben und das ist eben tatsächlich der Spieltrieb. Ich lasse das jetzt mal mit Mendelssohn und Kant weg, das wissen Sie ja alles, und komme nochmal zu einem anderen Punkt. Dieser Versuch, sozusagen zwei schillersche Begriffe in die Arbeitstheorie hinüberzuspielen, der ist noch nicht mal von Keller als allerersten ausgeführt worden, sondern ein anderer Arbeitstheoretiker, Weinhold, der ist jetzt nicht so originell wie Riehl und arbeitet auch ein bisschen in dessen Fahrwasser, aber bei dem sieht man, der hat dieselben Begriffe verwendet. Der weiß jetzt vielleicht gar nicht so ganz genau, was der Tätigkeitstrieb in der ästhetischen, in der Theatertheorie von 1792 bei Schiller bedeutet. Aber irgendwie hat das ja auch nicht ganz falsch erfasst. So dass also diese Idee, dass man Tätigkeitstrieb Spiel als eine besondere Form von Arbeit sehen kann, das könnte zumindest, das ist möglicherweise Keller nicht entgangen. Wenn man also sagt, Spiel ist sozusagen eine Art von Verbindung oder, um es in der Terminologie von Keller zu sagen, sozusagen eine Art von Ehe, eigentlich eine Art von Liebesgeschichte zwischen zwei Bereichen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, nämlich einerseits sozusagen eine hartische ökonomische Theorie, wo es um Tätigkeit und reines Gewinnmachen geht und um etwas, was sozusagen aus Seldwyla kommt, dann scheint der Begriff des Spiels zu sein, der das sozusagen ganz gut miteinander verbindet, so wie es eben bei Kant heißt, dass das Spiel sozusagen keine Subordination ist, sondern eben eine Gleichberechtigung von zwei Seelenvermögen, so scheint es eben auch eine Gleichberechtigung von diesen zwei Seelen- oder Arbeitsvermögen bei Keller zu geben. Und damit ist eben der Scheinarbeit des Peri Ergazomai, ist jetzt sozusagen aufgewertet, eben nicht mehr nur als Betrug, gibt der Begriff ja auch her, Schein kann sozusagen Betrugsschein sein, aber muss es eben nicht. Und damit ist dieses Modell der heiligen wahren Arbeit, was mit dieser klaren Dichotomie arbeitet, ist jetzt sozusagen abgelöst worden durch etwas, was sozusagen was da drauf setzt, eben eine spielerische Vermittlung. Und wenn man sich jetzt fragen wollte, was ist das jetzt eigentlich, dieses X, dieses je ne sais quoi, was wir schon aus Frau Regel Amrein kennen, dann würde ich sagen, es ist eben das kreative, das innovatorische Element im wirtschaftlichen Arbeiten. Denn auch wenn man sich später die Tätigkeit von Wenzel anschaut,
sich so seine Modekreationen anschaut, habe ich mal verglichen mit dem, was so aus sozusagen von Deutschen aus Paris in dieser Zeit beschrieben wird, dann merkt man, der ist sozusagen, der weiß schon sozusagen, was modemäßig geht. Da gibt es so veilchenblau karierte Westen oder blau-weiß, veilchenblau oder blau-weiß karierte Westen. Und die sind sozusagen besonders knallig. Und wenn man jetzt so in den Modejournalen nachguckt, dann kriegt man immer gesagt, es geht immer mehr in Richtung Farblosigkeit, außer bei Westen. Bei Westen geht es. Das heißt also, der interpretiert sozusagen das Modediktat seiner Zeit auf eine intelligente Weise. Der erfindet das Rad nicht neu, der fängt nicht an bei Adam und Eva. Aber sozusagen, er hat eben eine innovatorische Art, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und das Gleiche ist eben auch das, ist auch die Art, wie er mit den Seldwilern umgeht, die natürlich nicht zahlen wollen, bei denen er dann so ein ausgeklügeltes System hat, erst neue Kleider, wenn die alten bezahlt sind. Also der muss sozusagen eine bestimmte Form von Inventionalität muss er an den Tag legen. Und ich würde sagen, das ist eben das Moment, was ist auch schon zu, worauf der Erzähler schon los will bei Frau Regel Amrhein. Man kann sozusagen einerseits tätig sein, man kann auf Gewinn aus sein und kann behaupten, dass das im Sinne des allmächtigen Gottes ist, aber sozusagen für dieses Kreative, für das innovatorische Element braucht es anscheinend noch etwas Zweites, und das können die Seldwiler geben, wenn sie sozusagen mit der richtigen, in der richtigen Verbindung sind, in der Terminologie des Textes, wenn sie sozusagen die richtige Frau haben. Das gilt schon für Frau Regel Amrhein, wo sozusagen Fritz, der Sohn, eben von diesen Eheleuten darstellt. Und es gilt natürlich für Nettchen und Wenzel besonders, wobei die sich natürlich auch wechselseitig erziehen. Und dass Innovation etwas ist, was jetzt so langsam am Horizont erscheint, das sehen wir eben auch schon bei Riehl. Über diesen einen Begriff bin ich vorhin hinweggegangen. Aber ich würde sagen, er spielt schon eine gewisse Bedeutung. Als Geistesarbeiter steht der Unternehmerleiter, der Erfinder der großen Industrie weit über den bloßen Handarbeiter der Fabrik. Da argumentiert Riehl gegenüber so sozialistischen und kommunistischen Angriffen, warum ist es eigentlich in Ordnung, dass der eine mehr verdient als der andere? Und eine Antwort ist eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil er Geistesarbeiter ist. Und Geistesarbeit heißt eben erfinden. Und erfinden kann man sozusagen im literarischen Bereich genauso wie im ökonomischen Bereich. Und wenn dieses Erfinden sozusagen, so weit entfernt sich dann der Erzähler doch nicht von den Carlyle'schen Vorgaben, wenn dieses Erfinden eben sozusagen ökonomisch eingepackt ist und da immer noch jede Menge protestantischer Kapitalethik drin ist, dann geht's. Dann wird es eben ein Erfolg wie bei Wenzel. Vielen Dank. Thank you.